Sie haben den Traum, wir die Finanzierung für Ihre Immobilie. Allianzvertretung Jens Urbanek, Ihr Partner in Sachen Baufinanzierung und Versicherung in Dresden. Der Baubeobachter der Woche. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Baubeobachter der Woche. Und diesmal melde ich mich aus der Dresdner Neustadt. Im Juli ist ja hier das Einkaufszentrum am Albertplatz eröffnet worden. Und jetzt sind auch die letzten Gerüste vom ältesten Hochhaus Dresdens gefallen. Aber es gibt noch einiges zu tun. Was, das zeige ich Ihnen jetzt im Baubeobachter der Woche. Ja, und ich habe jetzt Jörg Peschke neben mir stehen. Er war für die Projektsteuerung hier auf der Baustelle zuständig. Jetzt befinden wir uns jetzt direkt am Hochhaus selbst und hinter uns das Pyramidenhaus, was ja natürlich vielen bekannt ist, vielen Dresdnern. Da wird auch noch einiges gemacht werden. So ist das. Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Stadt Dresden selbst. Und die Stadt Dresden möchte dieses Pyramidenhaus als Bestandteil des Artesischen Brunnens, also eigentlich ist es ja ein Schutzgebäude, über der Förderstelle des artesischen Wassers an dieser Stelle auch noch sanieren. Und wir gehen davon aus, dass das bis Ende Oktober auch mit abgeschlossen sein wird. Ansonsten die Fassade ist komplett fertig. Ansonsten bis im Erdgeschossbereich, da gibt es noch ein paar Anpassarbeiten, aber ansonsten sind die anderen Fassaden komplett fertig, das kann man so sagen. Ja. Nun ist das Hochhaus ja denkmalgeschützt. Ich denke, da war es mit der Farbfindung auch nicht ganz so einfach. Es wurden im Vorfeld eine Vielzahl Mustern angelegt, zum einen zur Farbfindung, zum zweiten auch zur Materialität, zur Körnung, zur Größe, zur Struktur des Putzes. Da gab es eine sehr enge und intensive Abstimmung mit dem Amt für Denkmalschutz, eine sehr gute Abstimmung, auch im Beisein des Stadtplanungsamtes, war eine sehr gute Zusammenarbeit und das Ergebnis sehen wir jetzt hinter uns. Wie heißt denn genau die Farbe? Wissen Sie das? Das ist ein Beige-Ton, aber welche Farbe, welche Namen der hat, kann ich Ihnen wirklich jetzt nicht sagen. Ja, manchmal gibt es ja so lustige Namen. Ja, nee, hat irgendeinen NCS-Code, aber die Nummer habe ich nicht im Kopf. Hinter uns liegt jetzt auch hier der Fußweg. Der war teilweise noch gesperrt. Momentan ist er geöffnet, aber das wird sich dann nochmal ändern, denn der ist von der Stadt noch nicht abgenommen worden. Es gibt ja zwei Bereiche. Es gibt Leistungen, die wir selbst erstellt haben, also wo der Fußweg angepasst werden musste an die Außenanlagen. Und dann gibt es Bereiche, die wir in Anspruch nehmen mussten während der Bauphase selbst. Das sind eben die öffentlichen Bereiche. Da gibt es jetzt Termine für eine Abnahme mit der Stadt. Momentan gibt es einen neuen Stand, dass erst diese Abnahmen abgewartet werden sollen, bevor die Flächen in Nutzung gehen. Insofern müssen wir es leider noch mal abzäunen. Wir hätten es gerne jetzt schon der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, aber jetzt soll es diese Abnahme im Vorfeld geben. Das ist jetzt also. Was sein muss, das muss sein. Wir befinden uns jetzt hier im Erdgeschoss vom alten Bürohochhaus und wir sehen jetzt hier einen der zukünftigen Läden, der auch, glaube ich, bald eröffnen wird im Herbst, der Gewürzladen. Genau, das ist einer der beiden Läden im Erdgeschoss, hier ein reines Verkaufsgeschäft, so ein Gewürzladen, der im Herbst eröffnet wird. Auf der anderen Seite die zweite Einheit, das wird dann eine Einheit mit gastronomischem Angebot werden. Hier wird auch noch fleißig beraten, können wir da einfach mal lauschen? Okay, schauen wir mal hin. Hallo. Hallo, grüß Sie. Ja, auch ein wichtiger Mann hier im Haus. Herr Peschke, vielleicht stellen Sie ihn mal kurz vor unseren Zuschauern. Der Herr Spitale mit seiner Firma Emilia Bau ist die beauftragte Firma mit den Rohbauarbeiten, Putzarbeiten. Und was müssen Sie derzeit noch tun? Was sind gerade hier die Aufgaben? Wo brennt es auf der Baustelle? Ja, wir sind gerade bei den Estricharbeiten, Brandschutzverkleidung. Wir sind fast zu Ende. So, und jetzt sind wir hier in einen der Mieträume angekommen und man sieht schon, hier wird die Fußbodenheizung verlegt. Es wird jetzt nach und nach, je nachdem wie Mieter da sind, ausgebaut. Wir erstellen jetzt so einen veredelten Rohbau. Sie sehen das relativ gut. Also es wird ein Fußboden drin sein, es wird die Wände als Rohinstallation geben und diesen Brandschutzputz an der Decke. Und jetzt kann jeder Mieter nach seinen Wünschen sich über einen Fußbodenbelag oder eine abgehangene Decke jedweder Art Gedanken machen. Wie gesagt, denkmalgeschützt, das alte, gute Gebäude. Da musste bestimmt auch einiges beachtet werden, was auch den Innenausbau anbetrifft.
Insbesondere die Tragkonstruktion war da, also der Bestand war ja der denkmalgeschützte Bereich. Den Denkmalschützer interessiert jetzt der Bodenbelag nicht ganz so sehr, ob das eine Fliese ist oder ein Teppich. Aber gerade die Konstruktion an sich, die konnten wir ja weitestgehend erhalten. Das Hauptproblem war ja hier, dass das Haus im Bestand keine queraussteifenden Wände hatte. Das haben wir im Nachhinein eingebaut. Dieses ganze Rastersystem, was Sie hier oben an der Decke sehen, dahinter verbergen sich Stahlträger, die jetzt brandschutztechnisch verkleidet sind. Und somit ist das Haus stabil und wird die nächste Zeit überstehen. Auch die Fenster mussten ausgetauscht werden, aber auch ja, so wie sie mal waren, sehen sie aus. In Anlehnung, also früher gab es natürlich keine Isolierverglasung, die haben wir jetzt, aber wir haben auch dort in Abstimmung mit dem Denkmalamt die Profile von Kämpfer und so weiter alle abgestimmt und die Fenster als Neufertigung eingebaut. Ich danke Ihnen für den netten Baustellenrundgang und die ganzen Informationen auch Ihnen. Danke sehr. Ja, und liebe Zuschauer, wenn Sie wollen, sehen wir uns natürlich nächste Woche wie gewohnt zu einer neuen Ausgabe vom Baubeobachter der Woche wieder. Bis dahin, tschüss. Der Baubeobachter.